Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Frühlingsfolge. Heute machen wir wieder einmal was mit Bärlauch, aber versprochen, das allerletzte Mal. Die Bärlauchsaison ist bei uns nämlich zu Ende, aber ich habe ihn einfach nicht gehen lassen können. So. Jetzt bin ich nochmal losgegangen und habe welche gepflückt. Und wie gesagt, wir machen Bärlauchknödel. Heute mache ich sie mit Tomatensauce, aber sie eignen sich auch super als Beilage. Zu irgendwelchen Ragouts oder zum Schweinsbraten. Schauen wir gleich zu den Zutaten. Die Zutaten für die Bärlauchknödel warten schon auf uns. Ich mache heute dazu Tomatensauce. Aber die Bärlauchknödel kann man auch super als Beilage verwenden. Letztens habe ich zum Beispiel Schweinsbraten mit Bärlauchknödel gemacht. So, was brauchen wir alles? Knödelbrot, etwas griffiges Mehl, Zwiebel, Eier, Bärlauch, Salz, Pfeffer und etwas Milch. Und für die Tomatensauce Zwiebel, Knoblauch, das ist auch Tomatenpassata, Tomatenmark, Oregano und da habe ich ein paar frische Tomaten, die möchte ich verwenden, dass die auch weiterkommen. Und Salz, Pfeffer brauchen wir da auch wieder. So, für die genauen Mengenangaben geht bitte auf unsere Blogseite, den Link dazu findet ihr in der Infobox. Ich habe da bereits Öl in meinem kleinen Topf. Jetzt werde ich Zwiebel schneiden und dann eigentlich für die Tomatensauce und für die Knödel gleich anrösten. Die Hälfte gebe ich in die Knödelmasse, die andere Hälfte verwende ich dann für die Tomatensauce. So, die Zwiebel röste ich jetzt an und in der Zwischenzeit werde ich den Bärlauch etwas zusammenschneiden. Den möchte ich nämlich dann mit den Eiern mit dem Pürierstab fein mixen. Und der Mixer tut sich wesentlich leichter, wenn der Bärlauch mal groß zusammengeschnitten ist. Jetzt gebe ich die Hälfte von den Röstzwiebeln in die Knödelmasse. Die andere Hälfte verwende ich dann bei der Tomatensauce. Da kommt jetzt Pfeffer rein, Salz, die Bärlauch-Ei-Mischung. Die Milch und zum Schluss gebe ich etwas griffiges Mehl hinein und damit ist unsere Knödelmasse eigentlich fertig. Da müssen wir jetzt nur mehr die Knödel formen. Wir können uns der Tomatensauce widmen. Übrigens, diese Spinatknödel
eignen sich super auch zum Einfrieren. Ungekocht einfrieren. Ich persönlich finde es schöner, wenn sie so kleiner sind, aber ihr könnt natürlich große Bärlauchknödel auch machen. Jetzt ist etwas größer geworden. So, und die Bärlauchknödel werden dann in Salzwasser gekocht, je nach Größe natürlich. Ich sage jetzt einmal ab 20 Minuten. So, nun zur schnellen Tomatensauce. Da haben wir ja unsere Röstzwiebeln. Dann gebe ich gleich Tomatenmark dazu. Noch etwas mit anrösten. Dann presse ich meine zwei Knoblauchzehen hinein. Ich gebe auch meine halb verwelkten Babytomaten dazu. Und die passierten Tomaten. Kommt noch Salz dazu, etwas Oregano. Wenn ihr frisches Basilikum zum Beispiel habt, passt das auch perfekt. Und noch etwas Pfeffer. So, dann lasse ich das ordentlich aufkochen und dann werde ich sie mixen. Dann ist die Tomatensauce auch schon fertig. So, die Bärlauchknödel sind jetzt fertig. Die waren jetzt ungefähr 20 Minuten im kochenden Wasser. Die Tomatensauce ist bereit und wir werden dann noch etwas frischen Parmesan über die Knödel reiben. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, diese Bärlauchknödel nachzukochen. Ich würde mich freuen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss!